Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pelmarois Dickerser. Das ist mittlerweile schon ewig her, dass man das Spiel wieder hier gespielt hat. Wahrscheinlich wissen doch die meisten gar nicht, was in diesem Spiel passiert bis jetzt ist, aber wir machen aber mit dem Let's Play so weiter, als wäre da nie eine Pause zwischendrin gewesen. Wir sind bei Welt 1 hier, dem drüben Hügel. So, wie spielt man dieses Spiel überhaupt noch? Ich weiß es nicht mehr. Hier gibt's Blöcke, da kann man Sticker sammeln und ich denke, das ist so. Ich habe keinen Platz mehr im Album. Das ist irgendwie schlecht, oder? Ich meine, das sieht aus wie ein teurer Stiefel. Wahrscheinlich will ich den haben. Kann ich irgendwie... Ja, genau, ich kann Sticker ja wegwerfen. Mal gucken, was können wir da wegwerfen? Was brauchen wir nicht? Guck mal da, wir haben nur einen für diesen blauen Sprung. Die müssen ja gut sein. Das sind immerhin die Seriensprünge. Ich meine Serien, das ist wie im Fernsehen. Das muss gut sein. Keine Ahnung, kann ich das hier wegschmeißen? Guck mal da, kann man wegwerfen. Wunderbar. Und dann nehme ich den gerade mit. Unheimlich toll. So, das sind Goombas. Ich kann mich nur gut daran erinnern, dass ich in diesem Spiel so gut wie keine Kämpfe machen möchte, weil... hier gibt es eh keine Erfahrungspunkte. Wer möchte bitte kämpfen? Im Spiel, in dem es keine Erfahrungspunkte gibt. Oh ja, man kann die Bäume drehen. Oh, und Münzen. Und ein, naja, Superpanzer, keine Ahnung. Roter Panzer halt. Ah, ich weiß sogar, was man hier braucht. Hier braucht man die Ventilatorsügen der Welt. Schick. Ja, wir brauchen die Ventilator. Warte, habe ich den eventuell? Sticker. Habe ich den? Nee, warte mal. Nee, ich mache gerade ganz falsche Dinge. Ich will das überhaupt alles gar nicht machen. Ja, eine Papierisierungsstelle. Na, was könnte man da wohl hinkleben? Ja, das, ich weiß schon, was da hinkommt. Ein Ventilator. Mal gucken. Dingse. Guck mal, da ist ja sogar der Ventilator. Den muss ich jetzt nur irgendwie noch papierisieren lassen. Dann kann ich sogar hier was machen. Aber bevor wir das machen, möchte ich mir dann doch kurz angucken, was wir noch so alles hier haben, bevor wir weitergehen. Oh, wir haben jetzt zum Beispiel einen Untergrund. Oh, und da muss ich kämpfen. Keine Ahnung, ob ich hätte drüber springen können. Aber ich sehe, was ich machen kann. Ich kann doch sicherlich, wenn ich hier drauf springe. Genau. Wunderbar. Und tot. Das war ein schneller Sieg. Sieg überschwendet ein bisschen Geld erhalten. Normal, Kämpfe in diesem Spiel sind sehr unnötig. Was sieht man denn da an? Hier fehlt sogar eine Röhre, die ich noch finden muss, wahrscheinlich, um weiterzukommen. Und schon wieder ein Kampf, wunderbar. Das ist alles so notwendig, die Kämpfe hier. Oh, noch ein Gegner. Ich kann nicht irgendwie anders springen, außer meine Sticker zu verschwenden. Ich glaube nicht. Das ist irgendwie dämlich teilweise. Schon immer mal den da. Ah, der Eisensprung. Der war doch dafür gewesen, dass man auch auf stachelige Gegner springen kann, oder? Naja, ist ja auch ziemlich egal, was ich heute machen kann. Ich habe gewonnen. Wuhei. Wuhei. Oh, guck mal, ein Herz. Kostet nicht mehr Geld in diesem Spiel. Pelmarois 2 hat sehr Geld gekostet. Ich habe oben weitergehen. Warte mal, vielleicht kann ich ja über die Truhe springen. Oh, es geht sogar wunderbar. Mal gucken, wo kommen wir eigentlich hier jetzt hin? Oh, da hinten ist sogar schon das Ende. Komm her, Ende. Oh, und es gibt einen glitzernden Seriensprung. Das muss ja gut sein irgendwo. Ich meine, glitzernder Seriensprung. Das hat sicher viel in sich drin. Und, oh, drüber gesprungen hier. Aber wie ich es einfach kann. Na, bei die Röhre werde ich es nicht selber finden. Dann muss ich noch ein bisschen im Level wahrscheinlich rumlaufen. Vielleicht kann ich ja irgendwo auf der Oberwelt hier oben, also auf dem Obergrund, nicht Oberwelt, aber auf dem Obergrund hier eine Röhre wegnehmen. Na, wir gehen mal da rein. Mal gucken, was wir da drin zu haben. Erkunden ist alles. Erkunden ist wichtig. Ja, ein Gegner. Ja. Wie gesagt, ich will nicht kämpfen. So gut wie möglich alles, naja, eben nicht berühren, was Kämpfe angeht. Hoppala, da hätte ich fast gekämpft. Na, da werde ich nicht viel machen können, da komme ich nicht hoch. Ich komm, kann nicht so springen, aber hier kommt man dann so hoch. Oh, da war das. Ah, da war die Röhre, die ich später wahrscheinlich holen muss. Ein Herz. Oh, der arme Tor, der weint. Mario, du hast mich weinen gehört und bist zu mir gekommen, aber ich muss wohl auch ziemlich laut geweint haben. Ich war auf einem friedlichen Spaziergang, als ich merkte, dass ich mich verlaufen hatte und umgeben war von Gegnern. Allein hätte ich nie fliehen und den Weg zurückfinden können, also habe ich meine Einsamkeit durch Schluchzen ausgedrückt. Durch viel Schluchzen. Und jetzt hoffe ich, dass du mich in die Stadt zurückbringst. Ich folge dir in kurzem Abstand und stehe nicht im Weg, versprochen. Der Tod hat sich dir angeschlossen. Alles klar, komm mal mit, Tod. Und den nehmen wir gerade noch mit, weil Sprung kann man nie genug haben. Okay, wir müssen das wegwerfen. Wie wäre es denn mit, wir haben deutlich zu viele Feuerblumen. Und den Feuerhammer? Ach, was soll's, Hammer sind nicht so wichtig. Kann ich aber hier drüber springen, bitte? Ja, ich kann aber drüber springen. Warte, was? Ach, nee, er kann ja gar nicht runterspringen. Oh, ich schätze mal, ich muss diesen Tod so mitnehmen, dass ich über die Röhre wieder gehe. Verstehe. Ich frage mich sowieso, was der Tod mir hier gibt.
Das Level an sich ist nebenbei, ich erinnere mich gerade an mein allererstes Durchspielen wieder. Das Level ist an sich eigentlich sogar ziemlich kurz. Man muss nur hier an der Stelle hier den Ventilator hinstellen und dann, aber stelle ich hier drauf. Egal, wenigen Tagen ist das schlimm. Man muss nur den Ventilator hinstellen, den Miniboss besiegen und dann kann man das Level beenden. Dauert wirklich nicht lang. Ja, zur Weltkarte. Da würde ich sagen, machen wir gerade mal diesen Ventilator zu einem Sticker, den wir auf die Weltkarte klatschen können. Müssen wir halt machen. Dazu müssen wir nach Stickershofen. Warte, hieß das Hofen? Naja, aber was auch immer es heißt. Oh nein, der hat ein Problem, der Toad. Jetzt halt noch links. Nein, was ist denn da? Oh nein, Gott, ist Bowser zurück. Oh, wir müssen schnell hin. Oh, Toad. Was ist los? Volle Aufregung hier. Aber wahrscheinlich ist es der Typ hier. Hey, hallo. Das Stickerfest war ja echt ein Reinfall, aber darüber kann man sich ja nicht mehr ärgern, oder? Nein, positiv denken, das bringt einen Tod weiter und ich hatte neulich eine tolle Idee, um das Leben lustiger zu gestalten. Also, hör zu, Mario. Wenn du irgendwas Interessantes da draußen findest, egal, irgendein verrücktes Dings halt, bring es mir. Dann kannst du hier mit deinen Augen ein kleines Wunder miterleben. Oha, du hast nur ein herrliches Dings mitgebracht. Meine verrückte Dings ist in so einem Spiel schon total verrückt. Stell dich jetzt einfach mal auf die Plattform da drüben. Nanu, ich glaube, du hast nicht genug Platz in deinem Album übrig. Aber mach dir darüber keinen Gedanken. Komm mir doch wieder, sobald du ein paar Sticker verbraucht oder verkauft hast. Alle überhaupt, ist alles auch kein Problem. Dann werfen wir gerade irgendwas weg. Wie gesagt, Feuerblumen, so viele braucht kein Mensch. Braucht wirklich kein Mensch. Können wir hier von irgendwas nur wegwerfen? Ich weiß nicht, ich glaube auch, dass ich so viele von denen hier brauche. Ja, von denen wahrscheinlich auch nicht so viele. So, das soll aber jetzt auch reichen, sortieren. Warte, sortieren geht mit Y, oder? Mit Start. So, und jetzt sollte ich auch genug Platz haben für den Sticker, den ich brauche. Ob da ist genug Platz für den Ventilator. Ja, dann gehen wir mal dahin. Oh, die Musik ändert sich. Ja. Oh, ich liebe diese Musik, ganz ehrlich. Wenn den Ventilator hin, genau. Und schön können wir ein bisschen Witten machen hier. Yay. Ja, du kommst hierher, wirfst ein Ding an die Wand, Leinwand und zack, es wird zum Sticker. Zum Ding-Sticker, wie ich sage. Der war gut, findest du nicht? Mario, ich muss dir aber sagen, du bist so ein Glückspilz, dass du das mit eigenen Augen sehen kannst. Er macht ja fast so, als könnte er es nicht sehen. Na egal, die restlichen Dinge machen wir bald zu einem Sticker. Da warte ich erst noch ein bisschen drauf, bis wir ein bisschen mehr Platz haben und bis wir die wirklich brauchen. Du kannst nicht mehr vorbeikommen, wenn du gar keine Dings bei dir hast. Schließlich können wir über alles reden. Der arme Toad, er ist einsam. Er sitzt an seinem Kästchen und niemand kommt vorbei. Der arme Kerl. Vielleicht sollten wir da mal mit dem Toad reden, der arme hier. Ich würde ja auch gerne meinen eigenen Sticker machen, aber ich habe keine von diesen sogenannten Dings. Wirklich total ärgerlich, oder? Ich wünschte, es gäbe irgendwo einen netten Typen, der mir für ein paar müssen, der da. Es gibt auch einen netten Typen, der sie die beschaffen kann. Nebenbei habe ich das schon mal gemacht hier. Ah, ne, habe ich noch nicht. Man kann das nämlich abziehen und den Toad da retten. Na, habe ich noch nicht gemacht. Okay, jetzt habe ich es gemacht. Entrollen ist gefährlich. Danke für deine Hilfe. Kriege ich gar nichts dafür? Na ja gut, jetzt können wir es halt wieder draufkleben. Da ja, draufkleben wieder. Ja, nach links und rechts gehen, schön befestigen. Das war ja an sich so eins von den ja, nervigsten Features von diesem Spiel. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es nervig nennen würde, aber es war teilweise schon unnötig. Mal gucken, was vielleicht gibt der Tod mir irgendetwas. Mario, danke, dass du mich gerettet hast. Ich meine, ich war ja ganz schön in der Klemme. Als die ganze Stadt so eingerollt war, wollte ich halt so schnell wie möglich wieder in Ordnung bringen. Als es ans Aufrollen ging, war ich plötzlich wieder in den Brunnen gefangen, bevor ich wusste, wie mir geschieht. Also muss ich dir wohl dafür danken, dass du mich gerettet hast. Bitte komm doch kurz mit hinein. Ach genau, ich weiß wieder, was das hier ist. Das ist das Sticker-Museum. Ich erinnere mich. Der Grund, warum ich in diesem Spiel nie im Leben 100% durchspielen würde. Ach, du weißt ja, ich wollte die Stadt wieder in ihrem Normalzustand zurückversetzen. Und der Grund dafür befindet sich hinter dieser Tür. Also komm einfach mit rein, ja? Und zwar, um es einfach zu erklären, in diesem Spiel gibt es ein Sticker-Museum, das da jetzt in dieser Tür ist. Da kann man halt alle Sticker, die es im Spiel gibt, aufstellen. So eine 100%-Komplettierung wie Amiibo sammeln halt eben. Und ja, das zählt halt zu den 100% mit. Was genau das bringt, weiß ich nicht mit Durchspielen, aber es geht halt. Dann kann man halt hier alle Sticker ausstellen und das ist ganz lustig und so. Ich weiß wirklich nicht, was es bringen soll, aber man kann es tun. Wunderbar, nicht wahr? Das sieht auf jeden Fall gut aus, das muss man den Leuten lassen. Na, was sagst du, Mario? Willkommen ins Sticker-Museum. Ein Ort, an dem all die wunderbaren Sticker und unserer Zeit für die Nachwelt bewahrt werden. Jawohl, ich habe mein Vermögen und meine Arbeitskraft darauf verwendet, hier im Untergrund diesen Ort zu erschaffen.
das größte und einzige Sticker-Museum des gesamten Königreichs. Fantastisch, findest du nicht auch? Nee, weil das bedeutet Arbeit für mich, für die ich nicht entlohnt werde. Wie wunderbar, deine Liebe zu Stickern berührt mich tief. Selbst der Sticker ist richtig, ja, das habe ich gerade für ein Problem. Hat kein Sticker-Museum wie dieses, du bist wirklich faszinierend. Aber sag, wie viele stellst du diesem Museum aus? Ach so, tja, ich kann nicht behaupten, dass ich bis jetzt viele Sticker hätte, ehrlich gesagt, keinen einzigen. Aber du, Mario, siehst aus, wie einer deinen guten Sticker zu schätzen weiß. Du bist einfach, naja, du bist für einer von uns. Da kennt sich zwar einiger besser aus, aber er ist den besten Weg. Genau, ja, und deshalb denke ich, wäre es sinnvoll, wenn du, Mario, Sticker sammelst, die ich dann hier ausstelle. Ich meine, du liebst doch Sticker, oder? Deshalb sollte es ja eine Ehre sein, eine derart wichtige Aufgabe zu übernehmen, dich kulturell zu engagieren, oder? Das sollten einige Leute heutzutage auch in ihrer freien Lebensbahn tun, also im echten Leben, meine ich jetzt. Da muss ich dir echt zustimmen, Mario. Wir sollten Sticker sammeln. Dadurch vertiefen sie deine Kenntnisse der Stickeristik und das kann dir auch noch von großem Nutzen sein. Und das hilft dir bei der Suche nach den Royal-Stickern. Außerdem kann dir dann meine Heimkirchen-Sticker... Sticker... Mein Gott, ich hasse diese ST. Das sind 10 Millionen STs nacheinander. Die einen werden Sticker, die anderen Sterne. Also, schlimm. Ah. Ich hab den Sticker schon allen... Stern, schon wieder. Allen erzählen, wie wir beim Aufbau aus dem Museum mitgeholfen haben. Nee. Einfach nur, nee, mach den Daumen wieder runter. Ja, ihr ahnt nicht, wie dankbar ich bin, dass wir die ganze Zeit ein Museum für Sticker. Es ist so schön, dass ihr mithelfen wollt. Nee, ganz einfach, nee. Der Daumen geht wieder runter. Wir werden gar nichts hier tun. Tschüss, nie wieder. Ich komme hier nie wieder vorbei. Ich hasse diesen Ort. Ich mache mir doch keine Mühe. Dafür kriegt man nichts. Man verschwendet Sticker und dann verschwinden die da. Und kommen nie wieder zurück. Bei dem Museum in Animal Crossing, das man vervollständigen kann, kriegt man wenigstens eine Goldschaufel oder irgendwas, oder einen Goldkecher, keine Ahnung, aber hier kriegt man ja gar nichts. Glaube ich. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Kommen wir zu den wichtigeren Dingen im Leben, und zwar das Spiel durchspielen, da, Welt 1-4. Man muss ja wirklich sagen, das Spiel an sich ist ja schon lustig, solange man nicht in irgendwelche Kämpfe hineingerät. Und wenn man nicht zufälligerweise, gerade Texte lesen muss, die nicht allzu interessant sind. Aber das Spiel an sich macht Spaß, zumindest, also ich meine halt jetzt, das Spiel macht Spaß im Sinne von, das Gameplay ist sonst lustig. Außerdem die Kämpfe, das muss man leider wirklich so sagen, dass kein Bosskampf ist, ist es wirklich sinnlos. Oh, die allererste Zwischensequenz mit so einem riesigen bösen Sticker, der Ventilator, los, puste an, macht ganz viel Wind. Das kennt man eventuell aus Super Smash Bros. 3DS, wo man eine Welt hat, die diesem Ort hier gewidmet ist. Schade eigentlich, dass es die Stage nicht in Super Smash Bros. Für die Wii U gibt. Schade eigentlich. Wirklich schade. Ach ja, genau. Und warum wir eigentlich hier gedreht haben. Wir wollten, dass die Windräder nicht mehr die Tür versperren. Das habe ich irgendwie vergessen zu erwähnen. Wir wollen ja eigentlich nur, dass hier einfach kein Windrad die Tür versperrt. Aber bevor wir das jetzt machen, wie wäre es, wenn wir einen Toad retten? Dafür muss ich, glaube ich, nach links gehen. Gehen wir mal rein, retten den Toad. Warum auch immer der überhaupt hier ist. Was ich an der Stelle nebenbei gerade ganz schön schade finde, ist, und was ich gerade wieder erinnert werde durch mein Aufnahmeprogramm hier. Ich nehme in so 60 FPS ungefähr auf. Aber leider kann Camtasia, bei dem ich rendere, keine 60 FPS rendern. Heißt, ihr kriegt nur ein 30 FPS Video. Ist irgendwie schon ein bisschen schade, wenn ich ehrlich bin. Wenn man sich bedenkt, es könnte ein 60 FPS Video hier sein, mit vollen 60 FPS und alles voll smooth und so. Tja, Camtasia, ich brauche ein neues Renderprogramm. Wobei, warte mal, kann die neueste Camtasia-Version nicht irgendwie 60 FPS vielleicht? Vielleicht sollte ich mir mal Gedanken darum machen, mir die neueste Camtasia-Version zu cracken. Cracken, ich sagte kaufen. Ich sagte definitiv kaufen. Ich hasse diesen Tod, er will, dass ich kämpfe. Er will, dass ich kämpfe, ich hasse diesen Tod jetzt schon. Das heißt, so viel wie ich muss auf jeden Fall diesen kleinen Typen draufspringen. Habe ich noch Sprünge? Ja, da habe ich Sprünge. Ich habe ziemlich wenig Sprünge, kann das sein? Stimmt, ich muss aber wieder ein paar mehr Sprünge aufsammeln. Nehmen wir so einen Eisensprung. Ich will diesen normalen Silbersprünge nicht verschwenden. Die Glitzersprünge meine ich. Oh, perfekt hier, ey. Ist aber auch nicht wirklich schwer perfekt, um diesen Spiel zu kriegen. Gib mir einen Sprung. Dankeschön. Dankeschön. Na gut, dann holen wir den Torben mal wieder. Naja, kann an sich so nicht schaden. Am Schluss des Spiels, so wirklich gegen Ende, werden wir sehr, sehr viel
wie heißt es? Geld brauchen, genau. Geld ist am Ende sehr wichtig, weil man, wie einer von den Tods vorhin schon erwähnte, man kann sich später diese großen bösen Sticker nochmal kaufen. Kostet halt ziemlich viel Geld dann im Endeffekt, wenn man sie halt nochmal kaufen muss. Weil Nachkaufen kostet Geld, finden halt nicht. Ist irgendwie verständlich, oder? Und ja, das Nachkaufen kostet viel Geld, aber man braucht diese riesigen Sticker, um den finalen Bossen ein paar Bosse vorne dran leichter zu besiegen. Deswegen, ich wollte auf ihn draufspringen. Ich werde einfach in Zukunft hämmern. Nebenbei, habe ich den gerade eben nicht besiegt? Die spawnen nach, ne? Ah. Ja, wie gesagt, wir brauchen eben im Endeffekt viel Geld am Ende, weil wir eben Sticker kaufen müssen, um Bowser besiegen zu können. Also ist Geld nicht schlecht. Irgendwo. Ich meine, Sticker finden wir im Endeffekt überall irgendwo, aber Geld nicht so wirklich. Da muss man viel früh sammeln und dann anfangen zu sparen. Dieses Spiel bringt einem bei, Geld zu sparen. In der Tat hast du das. So, dann hämmer ich dich mal. Oder ich warte aber, bis du kommst. Geht auch so. Geht auch so. Guck mal, da ist er schon wieder hier. Und dann springt natürlich drauf mit dem normalen Sprung, weil ich ihn aus irgendwelchen Gründen jetzt habe. Stimmt, der war in dem Loch da rechts. Habe ich schon mal gesagt, wie blöd ich es teilweise finde, dass dieses Spiel irgendwie nichts mit Action-Kommandos erklärt? Ich meine, ehrlich. Ich habe das Spiel schon durchgespielt. Ich weiß genau, was ich tun muss, aber wäre es nicht irgendwo besser, wenn man irgendwo erklären würde, was man machen muss? Also so zum Durchspielen, wäre das nicht irgendwo ganz praktisch? Ja, aber das war doch ein Eisensprung. Kommt eh keine starre Gegner in näher Zukunft. Vor allem, wie viel Zeit ich mir lasse. Es sind jetzt schon 16 Minuten vorbei und ich habe dieses Level immer noch nicht durchgespielt. Aber ich denke, das kann man mir verzeihen, da ich diese Spiel seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt habe. Und noch ein Gegner, Halleluja. Ich glaube, den hämmer ich jetzt mal. Warum bin ich halt eben hochgekommen in der Oberwelt? Das sah gruselig aus. Wie viele von diesen Wurfhämmern ich habe, werfen wir mal einen Hammer. Ah, der tötet ihn sogar wirklich. Das Action-Kommando von Hämmern kenne ich nebenbei gerade überhaupt nicht. Gott sei Dank hat's geklappt. So, bringen wir den Tod mal heim. Aber wenn ich ehrlich bin, ich könnte mir wirklich irgendwann mal Gedanken darum machen, ein 60 FPS Renderprogramm zu besorgen. Das wird bestimmt keine Fehler. Endlich sind wir wieder bei der Erde und das schon dank dir, Mario. Du bist ein fantastischer Beschützer. Jetzt bleib stark und bring mich den ganzen Weg zurück in die Stadt. Ist ja auch nur noch ein kleines Stück zu gehen. Naja, so klein ist das Stück eigentlich nicht, wenn man bedenkt, dass man vom Prinzip eigentlich her die ganzen Welten hier immer langlaufen muss. Vom Prinzip laufen wir ja gerade nur in Oberweltfassung über die drei Level hier lang. Oh, wir konnten eine Pause einlegen. Nämlich habe ich schon lange gespielt. Das tut den Augen ja weh. Das tut den Augen weh. Und da sind wir auch schon wieder tot hier. Das ist geschafft, du hast mich in die Stadt zurückgebracht. Unglaublich, ich könnte heulen für deine Freude. Dann tu es nicht und geh einfach. Zu Dank für meine Rettung habe ich ein kleines Geschenk für dich. Komm bei mir zu Hause vorbei. Es ist das mittlere Haus in der Dreiergruppe da hinten. Ich warte auf dich. Da bin ich einmal gespannt, ob es sich wirklich gelohnt hat, den Typen zu retten. Da bin ich einmal echt gespannt. Oh nein, der Tod ist aufgebracht. Oh, und da hinten ist ein Sprung. Sprünge sind wie in allen anderen PM Mario etwa das Wichtigste, was man haben kann. Einfach immer nehmen. So, ja. Mario, ich habe auf dich gewartet. Das hier ist kein besonderes tolles Dankeschön-Geschenk, aber bitte nimm es. Ein Pilz. Hey, apropos, als ich mich total in Gedanken verloren verlaufen habe, haben die Gumbas für dieser Windmühle ganz komische Sachen gesagt. 4123, 4123, 4123. Das werde ich mir wohl merken sollen. Also 4123, okay. Ist das nicht komisch? Ich meine, was ist das für eine Sprache? Boah, fast hätte ich es schon wieder getan. Ich muss echt damit aufhören, mich ständig in Gang zu verlieren. Bevor ich mich doch richtig verlaufe. 4123. Das ist, glaube ich, für das letzte Level von der ersten Welt wichtig. Ja, 4123. Ich glaube, ich hab's noch. Wenn nicht, gucke ich mir Aufnahmen. Oh, was, wenn ich böse Mann ich bin. Aber warte, ich glaube, ich muss nicht mehr rauslaufen. Genau, ich kann einfach hier ja klicken. Jetzt können wir ja endlich das Level abschließen. Ja, es geht endlich zum Abschließen erst das Level 1-4. Ich frage mich nicht mehr, was Level 1-5 da oben ist. Na, oh, geh weg. Lass mich in Frieden. Oh, und das ist nur ein Hammer, den will ich nicht. Ist das ein Sprung? Oh, das ist ein Sprung. Dankeschön, Sprünge sind immer toll. Also gut, auf zum Miniboss. Oh Gott, wie ich spoilere. Ach so, hier haben wir es ja schon. 4. Ah ne, warte, 4 muss da vorne hin. 4. 1.
2, 3. Ah, deswegen. Dann war es sogar in irgendeiner Weise sogar nützlich, dass ich diesen Tod gerade gerettet habe, weil ich sonst diesen Kopf nicht mehr gewusst hätte. Gegen dich möchte ich nicht wirklich kämpfen, deswegen überspringe ich. Ich, ja, so viel dazu. Nebenbei hat es gerade kurz geleckt. Naja, das werde ich in der Aufnahme später sehen. Und Sprung, 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 lala. Was für eine Zeitverschwendung hier. In Runde gefallen. Dann kann ich ja wenigstens hier noch den Sprung holen, den es hier zu holen gibt. Oh, ein Sprungsticker. Wie gesagt, dieses Spiel hat es mit seinen SPs und STs und dann diesen Sch und S und nach keine Ahnung. Schlimm teilweise. Oh genau, ich kann mal noch den Sprung hier mitnehmen. Dann habe ich einen Sprung mehr. Kann ich mehr springen. Und da rein. Okay, aber jetzt hoffentlich gleich zu dem Miniboss. Und diese Gegner hier können mir gestohlen bleiben. Nein, verdammt. Nur weil ich Leute überspringen will, falle ich ganz runter. Das ist irgendwie Bestrafung, oder? Die Bestrafung dafür, dass ich nicht kämpfen möchte. Ich sehe es ja schon ein, dann kämpfe ich halt, wenn es sein muss. Bringt ja auch nichts, die Ewigkeit zu verlieren, nur weil ich Leute überspringen möchte. Ich glaube, das habe ich sicher irgendwann im Display schon mal erwähnt, aber dieses Spiel würde ich unheimlich gerne speedrun. Werde ich auch machen, sobald ich das hier einmal durch habe im Display. Es eignet sich einfach so gut für Speedruns, weil man einfach nur, naja, durchläuft und Münzen sammelt und das Gameplay hier halt spielt und eben Gegner überspringt. Man möchte gegen so wenig Gegner kämpfen wie nur irgend möglich. Es bietet sich einfach so sehr für Speedrunning an. Ich meine, wer möchte denn nicht ein Spiel spielen, in dem man keine Minigegner besiegen muss, sondern einfach nur Bosse? Also, ich bin ganz ehrlich, das ist ein Spiel für mich. Und genau deswegen würde ich sehr gerne speedrunnen. Und das wird auch, denke ich, dann geschehen, sobald das Display hier fertig ist. Guck mal, dann Powerblock. Vielleicht will ich ihn sogar haben. Naja, Platz habe ich ja noch. So, jetzt können wir mal hier wieder so einen Stipsel drauf geben. KP habe ich halt keine verloren, weil die Gegner alle schwach sind. So, dann sollten wir mal das hier platzieren. Dann können wir auch zum Miniboss gehen. Der ist bestimmt schwerer und voll hart. Und weh, ich verliere da. Wenn ich mir gerade vorstelle, ich könnte ein Level pro Folge machen. Das wäre ja grauenhaft. Das Display würde ewig dauern und das der Miniboss. Komm her, mein Junge, ich mach dich fertig. Oh ja, die Musik. Ich krieg sogar ein, ja, so viel zu dem, ja, ich schätze mal, so viel werde ich hier nicht brauchen. Was kann man hier groß machen? Ich könnte ihn na einschläfern, wenn wirklich funktioniert, weil ich könnte einen Powerblock benutzen. Ja, dann fällt er nämlich auf den Rücken. Er greift trotzdem an. Das hat so gut wie gar nichts gebraucht. Schön, dass dieses Spiel einen bestraft quasi. Was kann ich denn noch machen? Was haben wir denn alles so Schönes hier? Wir haben einen Hüftpushen. Wow, wie soll ich denn bitte gewinnen? Der Typ dreht sich immer um und ich kann ihm keinen Schaden machen. Er greift immer noch an. Wie soll ich denn bitte... Ganz ehrlich, wie soll ich hier gewinnen? Deine Attacken zeigen gar keine Wirkung. Aber wenn der Gegner umgedreht wäre, hätten sie sich auch einen Effekt. Meinst du nicht auch? Aber dann, dieses Ding steht sofort wieder auf. Du musst definitiv mehr als einen Sticker verwenden. Es ist so, ich muss... Das Spiel zwingt mich dazu, zwei Aktionen pro Runde zu haben. Ja, jetzt, okay, jetzt habe ich es aber, komm. Okay, ich will keinen Sprung verschwenden. Oh, ich krieg sogar KP-Geld, weil ich drei richtige hatte. Dann benutze ich einen Powerblock. Ach so, ich muss da mehr auswählen, stimmt ja. Keine Ahnung, Seriensprung würde ich jetzt nicht haben unbedingt. Der hat nur 40 KP, wie machen wir die 40 KP dann schnell weg? Wie wär's denn mit sowas und sowas? Dann ist er umgedreht und dann kann man springen. Jo, das reicht. Schön, dass das so schnell ging. Hätte ich das direkt gewusst, hätte ich einfach von Anfang an diesen Dual-Modus gemacht. Aber gut, wer weiß das schon.
Ja gut, okay, Leute, die das Spiel durchgespielt haben, was bei mir zu lange her ist. Aber gut geschafft, okay. Hör, wie das Spiel dann zwingt, sowas zu benutzen. Ja, Marios KP wurde gesteigert, sehr schön. Und an die Oberfläche, wir können das Level endlich beenden. Auch mal da unten ist ein Glitzersprung, den würde ich mir eigentlich gerne holen, aber gut, dann später. Oh, ein Color-Sticker. Ja, da ist wirklich Color. Ich kläre sie Color. Da wird auch meine Wäsche weiß. Oh, die Ziellinie, da ist der Stern. So, ich will die berühren, wenn er rot ist. Das ist nach Gelb, oder? Ja, nach Gelb. Denn Rot gibt am meisten Geld. Und die Leute, die... Ich kann mich nur daran erinnern, dass in den Kommentaren jemand mal was anderes erwähnte. Das ist... Rot gibt wirklich das meiste Geld, das ist richtig. Ich habe mit Speedrunnern geredet, habe Speedrun-Routen gelesen. Man sammelt immer Rot ein, weil das meiste Geld gibt. Das verändert etwas. So, wir könnten jetzt ins nächste das Schlosslevel gehen. Das finden ein Level von dieser Welt. Also hat Dagombas Kastell um den Boss besiegt. Aber wir machen das mal 1.5. Ich meine einfach zur Komplettierung her. Wir zeigen aber alles vom Spiel. Also dann, wie beende ich das Playfolk mit dem 3DS normalerweise? Das Aufnehmen hat ja am Anfang schon ein bisschen komisch gehakt bei mir. Ich wüsste wirklich nicht mehr, wie ich 3DS-Spiele aufnehme. Egal, dann, ich glaube, ich drücke hier auf die Knöpfe und sage Tschüss. Also dann Tschüss.